Ich glaube, die Suppen brennen da. Au! Hohes Nazi! Oh, sackelt sie im Minksackel. Überhaupt ist das viel zu wenig Suppen für drei ausgewachsene Männer. Warum jetzt das beim Kochen überall weniger wird? Ja, das gelangt. Das schmeckt ja gleich noch gar nichts. Salz! Wo ist Salz? Wo ist denn der andere? Was für ein anderer? Der Peter. Ich sag der andere, dann meine ich immer den anderen, nicht? Ja, schaut, dass er in unser Gemüsegartler Ordnung mitbringt. Da verbüdert er alles. Ja, nicht bloß da. Ah! Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst den nassen Lumpen nicht am Stuhl hinterher. Mein Lieber, froh bin ich, wenn die Veronika wieder arbeiten kann. Okay. Jetzt reicht mit ihren 70 Jahren als ein gesunder auch kein Teufel mehr. Hast du die Betten gemacht? Ja. Aber mit dem Peter sein Oberbett bin ich am Balkon an einem Nagel hängen geblieben. Jetzt liegen die ganzen Federn im Garten drunten. Unser Gurkenbett schaut aus, wie wenn heute Nacht ein Eischnee gefallen wäre. Da wird dich der Peter lang. Oh mein. Was gibt's denn heute zum Nachtessen? Brotschuppen mit Eier. Das ist immer noch das Einfachste. Ich bin bloß froh, mein Lieber. Wenn die Veronika nämlich nicht bald gesund wird, dann dürfen wir uns gerade noch ein Kochbuch kaufen. Der Kamillentee ist fertig. Geh, Pauli, tragen zu der Veronika rein. Ich betrete kein jungfräuliches Gemach. Du wirst dich doch nicht vor dem alten Weib fürchten. Ein Weib ist in jedem Alter zum Fürchten. Herr, führe mich nicht in Versuchung. So, die Hausarbeit ist wieder gemacht. Ach. Was ist denn der andere? Was für ein anderer? Der Pauli, der Depp. Peter, so redet man nicht von seinem Bruder, gell? Ist ja wahr, ah. Schau mal in den Garten aus. Da liegt mein ganz Bett in die Gurken. Sämtliche Federn hat er mir ausgelassen. Ja, hat's mir schon erzählt, dass er beim Aufbetten an einem Nagel hängen geblieben ist. Gleich dringend, gell? Sonst wird er nämlich kalt, Veronika. Sag einmal, wo glaubst denn du, dass ich heute Nacht schlaf? Im Fremdenzimmer. Du kannst auch nichts als wir Blätter herreden. Was gibt's denn heute zum Essen? Heute gibt's einmal was ganz anderes. Na gut, sei Dank. Die ewigen Brotsuppen mit Ei hängt man schon zum Hals raus. Was gibt's dann? Heute gibt's einmal ausnahmsweise Eier mit Brotsuppen. Wir können doch nichts anderes kochen, uns fehlt eine Frau. Das wird doch gelacht, wenn man wegen der bisschen Kocherei ein Weib braucht. Ja, bis jetzt war die Veronika da. Aber wenn uns die einmal stirbt, dann geht's ohne Veronika auch. Natürlich. Selbstverständlich. Ob's nicht doch gescheiter war, wenn einer von euch zweimal ans Heiraten denkt. Ich heirate nicht. Das hab ich mir geschworen. Ich hab mir's zwar nicht geschworen, aber ich heirate trotzdem nicht. Heirat doch du. Natürlich. Selbstverständlich.
Ich kann doch nicht als der Jüngste da auf dem Hof heiraten. Na, also, da sind wir uns ja wieder einig. Ihr wisst ganz genau, was wir uns in die Hand versprochen haben, wenn wir den Hof vom Vater übernommen haben. Wir drei Brüder bleiben beieinander, haben wir gesagt, führen den Hof gemeinsam und keiner soll der Herr sein. Ja, mei, damals haben wir halt nicht gedacht, dass die Mutter auch so schnell stirbt und dass die Veronika über älter wird. Ist, wie es ist. Wenn einer heiratet, dann gibt's einen Bauern und eine Bäuerin und die anderen zwei sind Knecht. Ich will aber nicht haben, dass du und der Bali Knecht seid. Oder geh weg geht's. Na ja, und dasselbe will ich nicht von euch zwei. Hm? Na, das war ja nur so eine Meinung von mir. Und schließlich ist man doch aus Fleisch und Blut. Ach, da schau her. Unserem Brüderlein sticht der Haven. Hä? Schau, Juliander, das hab ich auch gespürt. Und der Peter hat's gespürt. Aber das geht gleich wieder vorbei. Du musst immer an das Bibelwort denken. Und da gingen ihnen die Augen auf. Wenn du das so betrachtest, dann hast du gleich nur von der Ehe und ihren schrecklichen Folgen. Robin! Ja, wer kommt denn da? Ja! Ja, hör's auf, Schneider! Der Anführer! Grüß dich, Anführer! Hast du meine Botschaft gekriegt? Hab ich? Aus Gaudi rennen eh 4 Stunden Berger für einen Affen. Was hast du denn zum Verkaufen? 2 Ochsen und 3 Kälber. Hab schon gesehen. War schon im Stall draußen. Was möchtest du denn dafür? 3.700 Mark. Okay. Ja, ist ein wunderschönes Vieh. Ja, 3.700 Mark ist auch ein wunderschönes Geld. Ja, das trage ich natürlich nicht bei mir rum. Weißt du was? Jetzt komme ich die nächste Woche rauf und bring dir die 3.500. 3.700, hat der Peter gesagt. Und jetzt machen wir es ganz anders. Jetzt soll ich euch die 3.500 Haare auf den Tisch. Jetzt hat er es aber mal dabei. Jetzt pass mal du auf, Anton. 3.600 Mark ist unser letztes Angebot. Sonst können wir 3 nämlich gar nicht teilen. Wie das? Na ja, da kann man ja Bruchziffern raus. Nein, nicht? Da wird nichts mehr drauf gehandelt. 3.500 soll ich bar. Ha? Ha? Ja, wie man nur so stur sein kann. He? Also, 3.600. Aber eine Flasche Enz sind die Getränke. Ja, die trinken wir aber miteinander, gell? Es wird das nicht egal, ne? Selber. Jetzt hier, gell? Stimmt's? Bei mir immer. Ja. Also dann. Prost. 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 Hör, so brisiert das nicht. Ja, mir schon, sonst nimmst du mir zu viel mit. So, Anthuber, das Geschäft ist vorbei. Jetzt kannst du uns aber Neuigkeiten erzählen. Es gibt nicht viel. Die Zeiten wären nicht anders. Seid froh, dass er da heroben haust in den abgeschlossenen Bergwinkel. Nichts hört und nichts sieht, da braucht ihr ja nicht ärgern. Ja, ja, da magst du recht haben. Ja, aber ein bisschen einspännig ist euer Leben, oder? Ja, nur bis man es gewöhnt ist. Und wir sind es gewöhnt, gell, Peter? Natürlich. Selbstverständlich. Was ist denn, warum schenkst du mir nicht ein? Du hast ja gerade gesagt, dass dir nicht pressiert. Nein, nein. Jetzt sagst du mal, hätte jetzt gar keine von euch 3 Lust zum Heiraten? Hm, ich wüsste euch eine, aber so eine. Eine geidige, eine rastige. Das sind ja 2. Nein, das ist die gleiche. Das ist eine Witwe, etwa. Im Eheleben bewandert. 150.000 Mark. Bar. 150.000. Die hat ihren Hof verkauft, weil die Arbeit zu viel war, gell? Und jetzt möchte sie halt gern Wein heran. Wäre das nichts für euch? Und Hasslerin von Murlbach ist, wo keiner schneit. Ich nicht. Ich auch nicht. Und ich erst recht nicht. Mein Lieber. Wisst ihr was? Ich bring's jetzt bei Gelegenheit einmal rauf zu euch.
Das wäre keinen Zweck haben. Das. Ihr rennt ja direkt blind durchs Leben, nicht wahr? Aber wehe, wenn euch einmal die Augen aufgingen, gell? Ein altes Bibelsprichwort sagt schon... Und da gingen ihnen die Augen auf. So. Ja, Schack, für was hätten die mir Veronika? Ja, was willst du mit deiner Veronika? Ja, die hört und sieht ja bald nichts mehr, nicht wahr? Bei der musst du ja jederzeit damit rechnen, dass die in 3 Tagen Beerdigung ist. Du gehst mir in 3 Tagen noch nicht ins Leib. Oh, Hame, du Gottloser, die Gefälligkeit mag ich dir nicht, dass du in den Hof eine Hochzeiterin reinkuppeln kannst. Veronika. Tu mir du die Buben nicht verführen, du! Judas, du Hinterkünftiger! Veronika, du musst schon vorhin am Doktor und im Bett bleiben. Jetzt bleibe ich da! Ah, danke schön. Du sitzt nicht hin. Wir brauchen keine Bäuerin, solange ich lebe. Und ich lebe noch lang, das merkst du. Ja, die lässt ja Bosheit nicht sterben. Tu deine Fieger verhandeln und lass die Weiber in Ruhe. Oh, nimm mir bloß mein Fuß nicht so weh tat. Am Knie. Ja, bei mir ist weiter unten. Komm, Veronika, ich führe dich wieder in deine Kammer. Ja. Du sollst schon am Doktor folgen und im Bett bleiben. Ich sag's euch, Bum, tut's nicht auf den seine Ratschläge hören. Nein. Das ist ein ganz feiner. Der ist wie die Schlange im Paradies. Die hat auch nicht eher Ruhe gegeben, bis der Adam die Apfel gefressen hat. Ja. Und dann war der Frieden beim Teufel. Ja. Nu, du frecher Kerl, lass mich doch runter. Hui, jetzt hat der Blitz eingeschlagen. Siehst du das, Amthaber, die haben uns ja wie als Beispiel genommen, gell? Und da ist uns gleich die Lust zum Heiraten vergangen. Ja, das kann ich verstehen. Aber es gibt ja noch andere, nicht wahr? Also, dann darf ich euch einmal die Hauslöcherin reinschauen lassen, hm? Ja, reinschauen kannst du es ja lassen. Bloß rausschauen wird nicht viel bei der Geschichte. Sag einmal, wie alt ist denn die eigentlich? Ja, die 30, so. Näher die 40 nähert sie sich. Ja, von welcher Seite? ist sauber. Bildsauber. Ja. Rotblond? Zipfel ist wie mein Arm, so dick? Nein. Ja. Also genau mein Tipp. Na also? Sag mal, hast du für diese schöne, reiche Haslocherin mit ihren armdicken Zipf noch andere Hochzeiten? An jedem Finger 10. Dann gibst du so einen von denen. Und wir bleiben ledig, gell, Peter? Natürlich, selbstverständlich. Steigst du auf, nicht wahr? So, die Ochsen und die Kalbe lasse ich morgen abholen, gell? Und dann sind wir fertig miteinander. Abkaufen tue ich eh nichts mehr, gell? Dann fressen wir es selber. Ja. Es heißt tatsächlich eine Stärke. Da redet man am besten gar nicht, ich gebe dir. Für dein Kuppen an. Nicht vergessen, gell? Die nächste Woche, da bringe ich dann die Hauslocherin rauf, dann gehen wir weiter. Sehr gut. Bergheim. An jeden Finger für ihn. Ja. Ist er endlich fort? Naja, aber nächste Woche kommt er wieder rauf. Mit unserer zukünftigen Braut. Gehen wir essen, ist gescheiter. Ja. Essen wir. Eier und Ohr und Eier. Wir hängen schon bei die Ohrwaschel raus. Werden die Eier gekocht? Wie? Warum? Die sind ja steinhart. Du weißt doch ganz genau, dass ich keine harten Eier mag. Ja, da kann ja ich nichts dafür, wenn die nicht weich werden. Ich hab's.
Ich hab's eine ganze Stunde lang kochen lassen. Du bist doch ein Haupttrottel. Dass jetzt auf einmal so finster wird. Geh, Julian, dann mach lieber. Da kommt der Gewitter. Ist auch höchste Zeit, dass es wieder mal ringt. Ui, das wär scharf. Ganz schwefig, gell, bringt's drum. Peter! Ja, was ist denn? Schreit nur ein kleines Kind. Was schreit? Ein kleines Kind? Ja, du spinnst ja. Ich fantasiere. Ich soll dir da ein kleines Kind herkommen. Jetzt tust du schlafen. Gute Nacht, Veronika. Ja, gute Nacht. Ob die Fieber? Ich will noch mal nehmen, lieber. Meine kommt aber nachher. Wenn's bloß nicht hagelt. Was war jetzt das? Ja, das hört sich jetzt wirklich so, wie wenn ein kleines Kind schreit. Blödsinn. Ja, vielleicht war es ein Katz. Geh da, hört's doch, jetzt ist es ganz deutlich. Da schreit ein kleines Kind, ich schau mal hinaus, ob ich was finde. Ich glaube, Veronika hat uns schon angesteckt mit ihrer Fantasie. Ja, wenn wir es doch ganz deutlich gehört haben. Nichts haben wir gehört. Gut, haben wir nichts gehört, dass du recht hast. Wie soll denn da zu uns rauf ein kleines Kind kommen? Vielleicht hat's der Storch gebracht. Okay. Schaut, was ich hab. Ja, ja, was ist denn das? Ein kleines Kind. Ja, Mille. Oh. Traust in der Mutter Gottes nicht, ist gegen dem der Haustür. Haben wir doch recht gehört. So ein liebes Kind. Schaut, pechschwarze Eigerl hat. Ist das ein Netzmädel? Ja, du. Das ist doch kein kleines Fackel, das man am Bauch kitzelt. Schatz! Schatz, jetzt hat's gelacht, wie es mich gesehen hat. Ja, wie heißt denn du, hä? Ja, wie heißt denn du, hä? Das ist eine blöde Frage, als ob so ein kleines Kind schon reden kann. Mein so armes Haarschal. Ja, wo kommst denn du her? Der fragt, ob ich das Kind. Ui, da steckt der Brief. Was? Lies schnell, Juliander. Barmherzige Menschen, persönliche Umstände zwingen mich, mein Kind wegzugeben. Ich glaube, zu Füßen eurer Mutter Gottes wird es nicht lang ausgesetzt sein und ich hoffe, dass in diesem Haus gute Menschen wohnen. Der Bub ist 3 Wochen alt und ich hoffe, dass es ihm bei euch besser geht wie bei mir. Gottes Dank und Segen über euch. Also, ein Buberl ist das Mädel. So was Schlechtes von einer Mutter. Einfach ihr Kind aussetzen. Nicht weinen. Na, komm her. Ja, was möchtest du denn? Was hast du denn? Hm? Vielleicht hat er Hunger. Ja, genau. Er braucht was zu essen. Ja, was machst du denn, Bubi? Hä? Ein Schweinsbraten mit Kartoffelknödel. Herrschaft, frag doch nicht so dumm. So ein Kind, das braucht was Kräftiges, nicht? Zum Beispiel ein Ei. Da haben wir schon eins. Ja. Okay, doch nichts Hartes. Habt ihr es noch nie gehört, dass ein Kind eine Mille braucht? Eine Mille. Du, da müssen wir am Herd noch eine haben, Peter. Ja. Eine Mille. Da. Aber kein Schnuller, keine Flaschen, wir haben schon rein, gar nichts im Haus. Pass auf, Julian, da gehen wir es ja mit dem Löffel ein. Du musst dich entschuldigen, Bubel, wenn die Bewirtung nicht so vorschriftsmäßig erfolgen kann, aber auf die waren wir wirklich nicht vorbereitet. Gell? So, jetzt auch. Mach deinen Schnobi auf. Oh. Halt! Hm? Probier erst selber, ob es nicht zu heiß ist. Ach so, ja. Ich weiß nicht. Geh, Peter. Ja, ich weiß es auch nicht recht.
Probier du. Ah ja, das geht schon. Ach, Gott sei Dank. Sonst hätten wir drei noch das Haferl nur ausgeschleckt, gell? Ja. So, jetzt mach schön auf. Dann schaut, wie der zuzelt. Ja. 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 Wie ein Strampel dabei. Ja. Ein Appetit. Ja. 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 Der Onkel Pauli hat was Feines gekocht, gell? Ja, das ist lieb. Da darf man gleich noch ein paar Liter Milch warm machen, du. Ah, jetzt mag er nichts mehr. Ja. Was hat er denn? Peter! Ja, was ist denn? Er schreit zu mir, das kleine Kind. Ja, das wissen wir schon. Ja, wo ist denn? Bei uns heraus, in der Sturm. Was? Hab ich da recht gehört? Genau. Schau her, da. Ja, Marant Josef! Ja, wie kommt denn das da her? Ausgesetzt hat so eine. Draußen in der Mutter Gottes Nischen ist gegen. Ja, was ist denn das? Was ist denn das? Wenn jemand wo ein Kindl findet, so nennt man das ein Findelkind. Ja, und was soll's jetzt machen? Da können wir das Kind nicht behalten. Nein, nicht gut. Weil uns die Ernährungsmöglichkeiten fehlen, gell? Wir drei können nicht stillen und bei dir wird's gleiche sein, oder? Da gibt's nur eins! Tragt es zum Herrn Pfarrer unter, der wird schon sorgen dafür. Ich hab noch nie Kinder aufgezogen und ich versteh's auch nicht. Ich will's auch gar nicht mehr lernen. Du hättest eine barmherzige Schwester werden sollen. Hätt's geheirat! Dann war jetzt jemand da zum Kinder aufziehen. Ich bin nicht die geeignete Person dafür. Drunter im Dorf, da werd ich schon wer finden, der mehr Zeit hat zum Kinder aufziehen wie mir da herum. Gute Nacht! Und da gingen ihnen die Augen auf. Ja, aber was geschieht jetzt? Ja, vorerst bleibt das Kind erst einmal da. Ja, da schau her, unser Jüngster. Du fühlst dich wohl schon als Vater verpflichtet, was? Ja, ich hab's gefunden, also geht's nach mir und nicht nach der Veronika. Ja, ja, da haben wir zwei schon auch noch was zu reden, gell? Wir drei sind Brüder, gell? Infolgedessen wird der Fund geteilt. Ja, ja, aber Veronika hat schon recht. Ich geh morgen zum Herrn Pfarrer runter. Und erzähl ihm die ganze Geschichte. Ja, und was meinst du, was der mit unserem Buben macht? Auf Gemeindekosten wird er halt eine Pflegestelle suchen. Wenn er nicht gerade in ein Waisenhaus gibt. Mei, wie schön, dass er schlaft. Ein Glück, dass der noch nicht versteht, wie da um sein Leben verhandelt wird. Die Waisenkinder sollen sie in der Anstalt nicht recht gut haben, wie man so hört. Ja, wenn wir jetzt den Buben behalten könnten. Ausgeschlossen. Oder? Ja, ich sage ja nur, wenn wir den Buben behalten könnten, dann... Was dann? Dann müsste der Juliander heißen. Nein, nein, nix. Pauli. Nein. Peter. Na gut, dann taufen wir halt Juliander, Peter und Pauli. Wenn wir den Buben behalten könnten. Weißt du was, Peter? Du sagst dann Herrn Pfarrer, wir lassen den Buben auf Juliander, Peter und Pauli taufen. Mhm. Wir drei sind die Taufpaten und dass er richtig und bei anständige Leute erzogen wird, dafür sagen wir auch. Dann haben wir wenigstens unser Möglichstes getan. Ich sag ja so recht. Natürlich. Selbstverständlich. Thank you.
treibt's mich hin. Machen wir was Feins, gell? Jetzt war. Ja. Veronika, was soll ich denn zu der Kartoffelsuppe noch machen? Nix. Es ist am einfachsten. Und was kriegt unser Bub? Da kochst du Mehlmus. Ja, verrückt. Wie geht denn das? Da nimmst du ein bisschen Mehl, ein Milch, ein Zucker und verkochst das miteinander. Mhm. Mehl, Milch, Zucker, verkochen. Ja. Wie lang? 10 Minuten. Gut. Und was magst du? Nix. Für die koche ich am liebsten. So, jetzt schauen wir mal. Was hat's jetzt alles gesagt? Ein Mehl. Haben wir da. So. Dann brauchen wir eine Milch. Die ist auch da. Dann kommt der Zucker, gell? Ja. Herrschaft, seid nicht nur der andere da mit der Erbsen rein. Die bringe ich nicht mehr raus. Na ja, die lasse ich drin. Wenn die verkocht sind, meint das ist ein Weinberl. Zuckerbrot, da ist der Zucker, schau her. Da ist er so. Magst du den Süß, ja? Ja, da haben wir noch ein bisschen was rein. So, das kocht jetzt und dann wird das Musel gleich fertig sein für unseren Prinzen, gell? Ja. Nicht weinen, schau, du kriegst ja dein Musel schon. Ja, ja, komm, sei wieder. Schlaf, Kindlein, schlaf, dein Vater ist ein Graf. Warum macht der Baby das Kind die kleine Blut doch nur zum Herrn Pfarrer? Weil ihm der Weg zu weit war. Sag mal, spinnst du? Was soll denn die blödsinnige Singerei? Mädchen, geh nicht so nah her, sonst erschlägt das Kind. Da schau her, so hat er dich schon gesehen. Sei doch brav. Sei brav, du kriegst dein Musel schon. Ja. Gib mir mal her, vielleicht braucht er Trockenling. Ah ja. Aber mach die Augen zu, Veronika, gell? Warum? Ja, der Bub ist männlichen Geschlechts und du bist eine Jungfrau. Ach, geh, Schande, du! Deine Würste! Neugierig bin ich, wann das Mus ein Mus wird. Was macht denn unser Kleiner? Veronika hat ihn gerade trocken liegen. Das müssen wir reinlernen. Ja, nächste Woche nehme ich bei der Hebamme drunter Unterricht. So, da habt ihr einen Erbprinzen. Ich habe aus einem Leintuch ein paar Windel geschnitten. Na, Burberl, wie geht's dir denn? Wie gefällt's dir denn bei uns? Oh, scheinbar recht gut. Jedenfalls hat er bis jetzt nichts gesagt, dass ihm nicht gefällt. Ja, da war ich ja noch immer im Verdacht, dass ihr es da abhalten im Sinn habt. Nein, wir kümmern uns schon um einen guten Pflegeplatz für den Buben. So haben wir es gestern ausgemacht. Na, dann ist schon wieder recht. Ich hab mir gedacht, ich müsst vielleicht wegen einer neuen Bäuerin auf meine alten Tage noch aus dem Haus. Es war halt doch hart gewesen, nach 40 Jahren wieder unter fremde Leuten. Ja, 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 leg dich noch grad wieder hin. Alte Lamentiertrompeten. Juliander, geh einmal her.
Ich hab da einen Korb mit einem Kissen ausgelegt für den Kleinen. Was? Auch, dass er nicht immer so rumliegt. Ich danke dir, Chef Veronika. Das sind ja ganz neue Töne. Jetzt schlaft er wieder. Ja? So. Sag mal, was gibt's denn heute eigentlich zum Essen? Allererste Küche. Da wird's schlecker. Also das ist erst einmal eine anbrennende Kartoffelsuppe. Wieso? Anbrennt? Weil man es riecht. Was? Ja, hast du gerade einen Kuchen gemacht? Kuchen? Das ist doch das Maimus für unseren Buben. Ja, die... Oh. Dein Maimus schaut aus wie ein Kugelhupfer aus Gips. Feigrot. Ich hab mir so gleich gedacht, dass das Mus kein Mus wird. Ja, was geben wir ihm jetzt, wenn er aufwacht? Er muss halt Veronika was kochen. Von wegen. Die hat ja selber keine Ahnung. Von der stammt ja das Rezept. Grüß Gott. Na, endlich. Na, hast du was ausgerichtet bei meinem Vater? Ja. Ja, was? Red doch. Ja, hinsitzen wäre mir nicht dürfen, oder? Ja, also... Der Pfarrer hat sich die ganze Geschichte angehört und dann hat er mir einen guten Rat gegeben. Was für einen? Den da. Grüß Gott, Beinand. Ja, hat sich jetzt die Rede verschlagen. Ist gut. Wer bist denn du? Habt ihr es doch gerade gehört? Ich bin der gute Rat von Herrn Pfarrer. Und was ist mit dir? Bringst du nicht einmal ein Grüß Gott raus? Ach, gib mir doch einmal deine Hand. So ist recht. Hoffentlich werden wir gut Freunde miteinander. Wir zwei? Ach, nein, wir vier. Wer ist denn der Bauer von euch? Alle drei. So, na hoffentlich ist dir auch recht, dass mich dein Bruder eingestellt hat. Ja, mei. Na, wir werden uns schon vertragen. Ja, wo ist denn meine Kammer? Da. Ist recht. Dann zieh ich mich gleich um, dass ich heute noch ein bisschen was arbeiten kann. Jetzt hast du Hauptsache die bald vergessen. Wo ist denn der Kleine? Da. Meister Lier. Na, den nehme ich gleich mit. Und wenn er aufwacht, dann tun wir ihn baden und frisch anziehen. Na, ich glaub, der braucht's. Was sagst du jetzt dazu? Dass wir vergessen haben, den Buben zu baden. Hey, ich mein doch die Tieren. Da. Dankeschön. Na, Herr Kofferträger? Sind wir jetzt aufgewacht, ja? Wenn sie schon das Kind tragt. Wie bist denn überhaupt zu dir gekommen? Beim Herrn Pfarrer. Der hat sich die ganze Geschichte von unserem Findelkind angehört und dann hat er gesagt, das nächste Waisenhaus ist in der Stadt. Da wollen wir das Kind doch lieber nicht hintun. Und wegen einer Pflegestelle hat er gesagt, ja, warum denn nicht gleich bei euch? Ihr seid wohlhabend, habt einen großen Hof, habt viel Platz. Na, der redet sich leicht. Ja, und wegen der Arbeit hat er gesagt, dann nehmt euch am besten gleich eine junge Magd. Die könnt ihr so auch brauchen. Hat er gesagt? Hat er gesagt, ja. Mhm. Und dann hat er noch gesagt, er wisset auch ein anständiges Mädel, das zu uns passt und die gerade einen Platz sucht. Und dann hat er mich hingeführt und Maralin hat auch gleich auch gesagt. Na, was für eine Maralin? Depper die Frage. Deine neue Kofferherrschaft. Ja, dann haben wir noch Kindswasch gekauft und alles Mögliche. Dann haben wir noch über das Adoptieren geredet und über das Taufen. Und bis ich mir das alles recht überlegt habe, war ich mit der Dirnschau und halb über den Berg herum. Na ja, geistig warst du noch nie der Schneller. Jedenfalls ist es jetzt so und du lässt sie nicht ändern. Ja, Peter, ich glaube, es ist schon recht so, wie du das gemacht hast. Natürlich. Selbstverständlich. Und für die Maralin sind wir alle drei die Herren. Wir reden bloß, was notwendig ist und dann kommt keiner in einen falschen Verdacht. Und in keine eventuelle Versuchung. Soll das vielleicht auf mich gehen? Na, auf uns alle drei. Aha. Ja. Schatz, was ich einkauft habe. Jawohl.
Lass ihn. Da, der kommt mir. Tralla. Ja, so, ja. Ja, das passt auf mir weniger. So. Ja, seid denn jetzt, Narrenschwarm? Robert! Soll denn die Aufführung und das ganze Zeug vielleicht heißen, dass wir das Kind da abhalten? Genau das war's. Ja, wer ist denn auf die verrückte Idee gekommen? Der Herr Pfarrer. Wer soll denn das Kind aufziehen? Ich nicht. Ich auch nicht. Ich erst recht nicht. Und ich schon gleich gar nicht. Hast denn du dem Herrn Pfarrer nicht gesagt, dass das bei uns nicht geht? Freilich habe ich es ihm gesagt. Und dann hat er mir den guten Rat gegeben. Ja, das ist ein sauberer, guter Rat. Ja, du, da hast recht. Bildsauber. Und meiner Schätzung nach 25 Jahre. Jetzt bin ich gerichtet zum Arbeiten. Ja, was ist denn das? Jetzt sagen wir das zum letzten Mal. Das ist an Herrn Pfarrer sein guter Rat. Ich hätte auch was Gescheiter sein vorhin können. Grüß dich Gott. Bist du die Haushälterin? Bis jetzt bin ich es wenigstens gewesen. Ich bin die neue Kindsmagd. Und ich glaube, wir werden uns schon vertrauen. Meinst du? Ja, ich mein schon. Naja, aber jetzt muss ich für ein kleines Musel kochen. Wo ist denn bei euch Mehl, Milch und Zucker? Den musst du schon selber suchen. Ich hab mir meine Sachen auch selber suchen müssen, wenn ich seinerzeit auf den Hof gekommen bin. Nur gerade extra freundlich bist du nicht. Das ist meine Sache. Bum, bleib standhaft. Der Herr Pfarrer hat euch einen schlechten, guten Rat gegeben. Mehr sag ich nicht. Was hat's denn? Ja, wei, das ist halt alles ungewohnt für Sie. Ewig lang hausen wir da herum zu viert. Und auf einmal kommt über Nacht ein Kind und ein Magd und... Und ein bisschen weibsscheu seid ihr auch. Wer sagt denn das? Das ganze Dorf drunten sagt's. Aber von mir braucht's keine Angst haben. Ich versorge euch das Hauswesen wie eine Schwester und das Kind wie eine Mutter. Ja, ja, ja. Ich glaube, jetzt wird's Zeit, dass wir erst einmal was essen. Ja, packen wir wieder zusammen. Ja. Aber gut, hast du den Kaffee wieder. Ja. Gelungen, gell? Ja. Aber doch nicht Zeitungen. Nicht? Na, bitte schön, bring mir die Teller. Teller? Guten. Halt, darf. Ja, wir sind so gewöhnt, gell? Aber nicht bei mir. Zu was ums den Teller? Ja, eigentlich hat's recht. Die kocht? Ich? Weil ihm die Veronika gesagt hat, was er alles nehmen muss. Nein, Hami. Morgen schaut es schon alles anders aus. Dafür werde ich schon sorgen. Was soll denn anders werden? Alles. Die Stuben, das Haus, der Garten und ihr. Was? Sollen wir vielleicht auch putzt werden? Natürlich. Ihr seid doch drei saubere Mannsbilder und schaut schlimmer aus als wir die Holzknechte im März. Nicht rasiert, nicht frisiert und am Kopf
Das wäre die ordinärste Ruhm. Schau, wir kommen halt vor lauter Arbeit zu nichts anderem. Wir haben halt keine Zeit dazu. Für sowas findet man immer Zeit, wenn man will. Aber da fällt mir was ein. Ich weiß ja noch gar nicht, wie ihr drei heißt. Ich bin der Pauli, das ist der Peter und das ist der Ander. Juliander. Also das ist der... Und du bist der Peter und du bist der Pauli. Nein, ich bin der Pauli, das ist der Peter und das ist der Ander. Also der Juliander, der ist gar nicht zum Verwechseln. Aber bei euch zwei, da muss ich aufpassen. Ja, das sind ja auch die Älteren. Und haben wir Gescherder. Jetzt kenne ich mich langsam aus. Aber jetzt muss ich der Veronika wenigstens auch einen Teller Suppen bringen. Nicht, dass uns verhungert. Die ist gut. Ja, du, die verlangt von uns vielleicht gar nicht, dass wir uns rasieren sollen oder campen. Ja, also ganz ehrlich. Besonders schön schauen wir nicht aus. Okay, das ist ja ein Hof putzen und waschen, aber nicht uns, oder? Obwohl, ich meine, zum Haarschneider wollte ich ja schon lange mal gehen. Ja, schau gern nicht, oder? Sag's mal, wo ist denn eigentlich unser Rasiermesser? Ja, ich glaub gar, ihr wollt euch schön machen wegen dir. Ha! Jetzt ist die noch nicht einmal zwei Stunden da. Und ihr folgt schon wie die dressierten Hunde. Mir, hast du gesagt. Und was machst du jetzt da gerade? Ja, wenn wir da reinhängen. Also. Ja, glaubst du nicht, ich bin so blödsinnig und frisiere mich wegen der jungen Larve. Akkurat das glaube ich. Du geh. Veronika ist auch ganz brav. Jetzt kommt das Letzte, der Jüngste dran. Ja. War Veronika recht grantig? Die wird schon lustig werden, wenn sie erst wieder gesund ist. Nein, hast du eine Ahnung? Wenn die wieder gesund ist, dann schimpft die von in der Früh bis auf die Nacht. Dafür bin dann ich umso lustiger, da gleicht sie die Geschichte wieder aus. Oh, hoffentlich. Ganz gewiss, Pauli. Wir machen es uns schon gemütlich, hm? Meinst? Verlass dich drauf, Pauli. Wirklich. Pauli! Ja? Was willst du denn da drum? Deine Kammer ist doch da hinten. Ja, bitte, ganz dicht. Wirklich. Der ist immer so grimmig. Macht so ein finsteres Gesicht. Das ist meine Natur, da lass ich nichts ändern. Ach, das glaube ich noch lang nicht. Wenn wir es besser zusammengehören sind und sitzen abends beieinander und erzählen Geschichten und ihr trinkt ein Glas Wein, dann wird doch der Peter lachen. Hm? Meinst du? Ich mein schon. Wir werden eine lustige Familie sein. Drei Brüder, eine Schwester und eine Mutter fürs Kind. Ja, ja. Freilich. Okay. Du musst also für uns eine Schwester sein und fürs Kind eine Mutter. Ja, das will ich. Ein bisschen arg einsam ist bei euch und abgelegen. Rauf geht man 4 Stunden, runter geht's ein bisschen schneller. Und von November bis März geht's überhaupt nicht. Ich bin schon ein ganzes Jahr lang nicht mehr drunten gewesen. Na, war auf die Kirche, weil da gehen wir alle miteinander runter. Du, der Peter, der Pauli und ich. Magst? Kann schon sein. Na, du, da musst du natürlich ein bisschen sauber herrichten. Du, dann werden die Madeln die Köpfe zusammenstecken und werden wispern, was für ein fesches Mannsbitter herum am Berg gibt. Kann schon sein. Tät's dann auch mit mir einmal tanzen auf die Kirchweih? Kann schon sein. Kann schon sein. Na ja. Jetzt ist ja auch das Musel fertig. Jetzt muss ich zum Jüngsten. Der braucht auch eine Unterhaltung.
Die Luft ist rein, ich werde gleich rasieren. Ja, Kruzi, Dirk muss das Rasiermesser. Trocknet mir ja der ganze Bart dabei. Schwächling. Verräter. Ja, du nachher. Bist du vielleicht nicht aufs Rasieren aus, du Bruder, du ganz Feiner? Bei mir ist doch das ganz was anderes. So. Ich hab mich immer schon rasieren wollen. Oh. Aber bei dir sind das revolutionäre Liebesgedanken, gell? Oh. Aber bitte, bitte. Ich als der Jüngere von uns zwei lass dir den Vortritt. Du kannst es ruhig heiraten. So ein Schmarrn. Ich denk genauso wenig ans Heiraten wie du. So, und wann möchtest du einfach mal rasieren? Ja, das ist der reine Zufall. Ich hätte mich heute sowieso rasiert. Ja. Gut, die Ausrede ist 3 Taler wert. Aber eins kann ich dir sagen, ob du den Traubverhau drin hast in deinem Gesicht oder nicht, deswegen hast du auch keine Aussichten bei ihr. Jedenfalls sind wir bis jetzt alle zwei nur eingeseift und noch lange nicht rasiert. Wenn ich das Rasiermesser nirgends finde. Ist nicht da drin. Ah, wo? Du! Vielleicht hat's der Julian da. Dann meinst du vielleicht, der möchte sich auch rasieren? Das wäre der reinste Treuebruch. Rasierst du jetzt nimmer? Nein. Damit du nicht denkst, ich mach's wegen der da. Gut. Und damit du nicht dasselbe von mir denkst, schließe ich mich an. Peter. Wir zwei bleiben die Alten. Natürlich. Selbstverständlich. Die ganze Familie gegessen, jetzt mache ich daherin noch ein bisschen Ordnung. Gib bitte schon, ich möchte jetzt nicht weg, im Fall, dass der Kleine schreit. Wer holt mir denn einen Eimer Wasser? Bitte? Hol nur du das Wasser. Du warst ja immer schon so galant zu den Damen. Bitte? Bittchen. Natürlich. Selbstverständlich. Rümpfig. Das ist nett vom Peter, gell? Ja. Mit den Weiberleuten hat er es immer schon gut verstanden. So? Ja, warum hat er denn nicht geheiratet? Ach, zu hoch hinaus. Dem war keine fein genug. Ich danke dir recht schön. Morgen mache ich dann schon alles selber. Heute bin ich halt noch ein bisschen fremd am Hof, gell? Jägel, jetzt bräuchte ich noch was. Ein paar Scheitel Holz, im Fall, dass ich heute Nacht noch eine Milch warm machen müsste. Ja, geh bei, der Ball ist schade, nicht so lang. Du bist doch früher auch gleich gesprungen, wenn ein Jungsmädel was angeschafft hat. Ja, jetzt hast du doch Zeit. Meiner Kerl. Bin gleich wieder da. Ihr seid aber wirklich sehr gefällig. Ja, vor allem der Pauli. Den kannst du mitten in der Nacht aufwecken, dann rauft er stundenweit, vorausgesetzt der Jungs Mädel ist im Spiel. Ja, warum hat er denn nicht geheiratet? Der hat sich die Händel schon abgestessen. Das macht früh alt. Lauter schöne Scheitel hab ich jetzt da. Ich danke dir recht schön. Morgen koche ich euch was extra Gutes. Was mögt ihr denn gern? Mir ist gleich. Mir auch. Und der Juliander? Der ist das Gleiche wie mir. Ihr seid gut. Na ja, ich werd's schon erraten. Ach, Jesus, jetzt wohnt er. Ihr seid nur stark, Bubi. Ich komm ja gleich. Ich bin gleich wieder da. Ab morgen darfst du den ganzen Tag Wasser holen. Und du holst drauf. Aber rasieren musst du, sonst machst du keinen Eindruck. Natürlich. Selbstverständlich. Ja, fahrig. Frisch rasiert, geschneizt, kampit, die Hufe ausgekratzt. Und ein Bart hat er zusammengestutzt wie so ein Filmmensch.
Ich kann mir da keinen Vollbart wachsen lassen. Drum haben wir das Blutsrasiermesser nicht gefunden. Ja. Die Herren Brüder haben das Gleiche im Sinn gehabt. Ein bisschen zu spät gekommen, he? Das ist... Jetzt schlaft er wieder. Ja, Juliane, wie schaust denn du aus? Du bist ja nicht mehr zum Kenner. Prima. Das hätte man nicht gedacht, dass du so ein sauberer Bursch bist. Ja, mei. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste so einem struppigen, unrasierten Mannsbild ein Busserl geben. Da schüttelt's mich gleich. Deinige ist noch kreislicher wie der meinige. Dafür bin ich dir geistig überlegen. Mach's auch mal ein Licht, man sieht ja nichts mehr. Ja, einmal lang schon. Jetzt hältst du fast drin, ha? Du nicht, hä? Nicht so laut, der weckt mir ja den Burm auf. Aber ich glaube, jetzt muss ich selber ins Bett. Morgen gibt's viel Arbeit. Gute Nacht, Beinand. Gute Nacht. Ja, geh mal ins Bett. Von mir aus. Von mir aus. Geh mal schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlafen wir heute da? Blödsinn. Mann, pass auf. Ich muss mit euch reden. Was hast du denn schon wieder? Pass auf. Ich glaub, mit den Madeln, mit der Marlene, habt ihr keinen schlechten Fang gemacht. Die Dirn ist fleißig, versteht was vom Arbeiten und ist nicht unernst. Die hätte das richtige Zeit für eine Bäuerin. Für eine Wirtschafterin, möchtest du sagen? Nein, das möchte ich nicht sagen. Die Marlene ist jung, bildsauber. Und es kann doch leicht sein, dass sie einer von euch in sie vergafft. Geh weiter. Ja, lach halt du auch. Ich lache ja so. Ich sag's nicht leichtfertig. Die halten nicht viel für die meisten Weiberleute. Aber die gefällt mir. Gute Nacht, mein Mann. Peter, lass das Rasiermesser lieber da. Ich befürchte, rund im Dorf werden sie bald das Reh noch fangen. Drei Mannsbilder unter so ein junges Ding unter einem Dach. Und drum meine ich, was das Gescheiteste... Wir gehen jetzt ins Bett, ja. Gute Nacht. Pauli? Ja? Lass das Rasiermesser lieber da. Schuft. Juliander, du und die Marlene, ihr tat's ein schönes Paar abgeben. Du bist jung und ich wünsch dir nicht, dass du dein Leben so einschichtig zubringst wie der Peter und der Pauli. Ja, Veronika, ich kenn dich ja gar nicht mehr. Weißt, mit mir kann's einmal schnell zu Ihnen sein. Okay. Ja, und wenn's ihr dann eine neue Hauserin braucht und die Marlene wär schon im Haus und angelernt, es war doch das Beste, was meinst. Nein, ich mein, wir gehen jetzt lieber ins Bett, Veronika. Kommt Zeit, kommt Rat. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Der Rat kommt nicht von allein. Da muss man schon ein bisschen nachhelfen. Was willst denn du noch da? Bloß auf Durchschauen, weil die Meinige steht. Zenis. Gute Nacht. Gute Nacht.
Alle drei sind in dich verliebt. Du weißt ja gar nicht, ob er einen möchte von denen drei. Einen schon. Und den Namen braucht er wohl nicht sagen. Ach, er redet aber nix. Gar nix. War immer schon ein Stiller, der Juliander. Das Reden nützt er dir auch nix. Er weiß, dass er nicht heiraten kann wegen seiner zwei Brüder. Das ist doch ausgemacht. Das sind drei Eisbärenmädel. Und zu denen müssen schon mehr Weiberlei kommen. Nein, das kann ich nicht. Alles kann man, wie man will. Und wenn es nicht anders geht. Jetzt mag er nichts mehr. Und schon fallen ihm die Augen zu. So, Bubele, jetzt komm. Jetzt tust du ihn schlafen lassen. So. Und ich gehe jetzt nur ein bisschen zum Dachsenhaken raus. Wer ist zehn, Mädel? Es wird schon noch alles recht bei uns da herum. Und vergiss nicht, die Mannsbüder sind Decken. Und wir Weiber müssen ja noch einen Apfel zum Fressen hinhalten. Grüß Gott. Grüß dich, Gott, Peter. Seid ihr schon fertig? Ja, ja. Marilyn,
Schack, da hab ich dir was mitgebracht. Dankeschön. Ja. Die stelle ich gleich ins Wasser. Grüß Gott. Grüß dich, Gott, Pauli. Schau mal, Aralin, was ich da mitgebracht hab. Warst du auch? Ich bin ja ganz platt. Warum? Dankeschön. Hat dir noch jemand Blumen mitgebracht? Ja, der Peter. So, der. Lasst Blumen sprechen. Nimm die doch selber bei der Nase. Grüß Gott. Grüß dich Gott, die Oleander. Ach, du bist doch immer der erste Naus und der letzte rein. Und wir zwei schlafen den ganzen Tag. Schau, Maralin, was ich da mitgebracht hab. Mei, Oleander, das freut mich, aber dank dir schön. Nichts zum Danken, ist gern geschehen. Ach, also, die sind aber wirklich sehr schön. Die sind von der gleichen Wiesen wie die unseren auch. Ja, freilich. Sind's alle drei schön. Nächstes Jahr dürfen wir uns einen Zentner Blumen sammeln kaufen. So, da bin ich jetzt fertig. Wisst ihr was? Jetzt hole ich euch einen Krug Wein rauf. Den habt ihr euch heute schon verdient. Nein, das braucht's nicht. Der wird jetzt trunken. Wer arbeitet, muss auch essen und trinken. Aber keinen Widerspruch. Wo ich recht hab, hab ich recht. Hier riecht's nach Pantoffel. Die ist gut, gell? Ich komme mir gerade so vor wie in der Wirtschaft. So bedient werden wir. Ja, was anders ist jetzt schon wie früher. Ja, jetzt ist gerade so wie seinerzeit, wo die Mutter noch gelebt hat. Ja, genau so. Vielleicht sogar noch ein bisschen schöner. So, da ist der Wein. Prost. Ich setze mich mit dem Kleinen ein bisschen im Garten aus, damit er an die Sonne kommt. Ja, geh weiter, Schenke, ey. So, gerade sagt mir's, Maralin, dass du hier schon Feierabend gemacht habt. Ja, da, trink, wird er nicht schon. Nein, gewiss nicht. Herein! Gut, bin auf! Ja, der Antwerp ist ja hier. Wie versprochen, immer. Da ist sie, die Haserin. Jetzt geh weiter, jetzt sie voll. Lass sie unscheinbar. Jetzt kümmer dich doch du nicht um mich. Du weißt schon selber, was ich zu tun hab. Ja, ja. Grüß Gott, Benant. Was willst du mit der da? Ja, schaut sie doch erst einmal genau an, nicht wahr? Und dann denkt an das Bibelwort und da gingen ihnen die Augen auf, was? Hoffentlich. Jetzt geh weiter, jetzt siehst du hier. Komm halt, du hier sitzen da. Und jetzt kommt Schmerz mit mir, so. Warum bist du am helllichten Werktag so schön ausstaffiert? Ich zieh mich immer schön an. Schließlich bin ich ja Bäuerin und kein Dienstmagd. In der ihre Truhen und ihre Schränke, da müsst ihr mal reinschauen. Die war schärferig. Lauter Spitzen, alles. Okay. Halt doch du dein Mai! Ah, die ist ganz schön geschert! Ja, ja, das ist eine scharfe, die Haslerin. Das ist die richtige Hochzeiterin, ne? Ah. Oder? Ja, möchtest denn du heiraten? Warum nicht? Allein ist sie im Himmel nicht schön. Ah ja. Sag einmal, wie lange ist jetzt dein Mann eigentlich schon tot, Haslacherin? 5 Jahre. Der wird froh sein. Depp! Dankeschön. Du, hey, du bist der Jüngere, gell? Ja. Ja, was läuft denn jetzt alle drei davon? Wir schauen uns die Geschichte lieber von der Weiten an. Freundlich seid ihr, das muss man euch lassen. Habt aber gar keinen Grund zur Einbildung.
Besonders sauber ist nämlich da Herr Ingrad nicht. Dass da ein Bayern fällt, das sieht ja jeder. Bei uns ist noch keiner im Trägerstück, gell? Nein, von dem redet ja gar kein Mensch. Was ich meint, nur wenn Sie da Bayern wäre nicht, wenn er schaukelt, halt noch anders aus, gell? Und das müsst ihr euch ernsthaft überlegen. Solche Bayern kriegt es nicht gleich wieder. Stramm, rassig, gesund und der Geld hat's auch. Ja, was willst du noch mehr? Wir sind was Besseres gewesen. Ja, bin ich dir vielleicht zu schlecht, hä? Seid froh, wenn überhaupt so einen reinheiraten mag, in einem verwahrlosten Hof. Ja, fickst du, wirst du jetzt den Streit noch fangen? Ja, ich bin doch nicht darauf gekommen, dass ich mir Grobheiten sagen lasse. Hauslöcherin, jetzt musst du da wieder gehen. Was? Ja, sonst kommst du in die Nacht rein. Ach so, glaubst du es? So was Unverschämtes ist mir denn doch noch nicht vorgekommen. Ah, ihr habt Besuch. Grüß Gott, beieinander. Grüß Gott. Ja, wer ist denn das? Das ist unser neuer Kindsmarkt, wenn du nichts dagegen hast. Aha. Ah, jetzt wird mir klar, warum man mich da so behandelt. Ha, na, das riecht ja blinder, dass da was nicht recht sauber ist. Na, Auslacherin, jetzt sag ich dir was. Und das meine ich ernst. Schau, dass du rauskommst! Ja, das tue ich schon. Na, das muss in 4 Stunden da rauslassen. Richtig, und muss man auch die Tür weisen lassen. Mein Lieber, dank sei an Herrgott, dass ich nicht Bayerin bin da herum. Herrgott, wir danken dir. Ich bin froh, wenn ich draußen bin, mein Lieber, und mit dir rede ich im Untergehen, nur werde du Spruch werden! Gefahr beseitigt! Und die an jeden Finger ziehen. In Eile, Freunde, Freunde, überlegt es euch nur einmal, gell? Ja, du kommst jetzt oder nicht, hä? Wie haben wir's denn? Weiter! Also, wenn's überlegt euch denn so eine Bayern, kommt so schnell nicht wieder. Ne? Und dann seid so gut wie. Ja, halt's mir einen Daumen, damit's mir nicht überbleibt, gell? Ja, was sagt's jetzt dazu? Und da gingen ihnen die Augen auf. Ah, oh, da ist halt die Maralin, doch eine ganz andere. Bummi, sag euch was. Heiratst die Maralin? Wir alle drei? Na, natürlich einer. Aber wollt ihr es doch behalten? Natürlich. Selbstverständlich. Das glaubst du. Allein könnt ihr nicht ewig weiterhausen. Und die wäre immer älter. Ja. Und eine eigene Bayerin ist überhaupt das Beste. So. Das war jetzt ein guter Rat von mir. Aber vielleicht ist er genauso gut wie einem Herrn Pfarrer, der seinige, der euch das Mädel ins Haus geschickt hat. No? No. No. Herrgott, sind da die drei Hauptweg! Heiraten? Ich hab da nichts zum Sagen. Ich bin der Jüngste. Eigentlich hat er recht. Weißt du was, Peter? Heirat's doch du, dann mach ich dir einen Trauzeugen. Nein, pass auf, das macht man ganz anders. Da nehmen wir jetzt ein Kartenspiel und legen immer eine Karte hin und eine her. Und wer die Herz Ass kriegt, der muss heiraten. Aber wer die Herz Ass kriegt? Ja. Warte mal wieder, nicht so geschwind. Weißt du überhaupt, in was für einer Gefahr wir uns da befinden? Natürlich, aber Gefahr hin oder her, das wird jetzt auskarrt. Da ist jetzt aus. Du hast es, Peter. Gratuliere. Das hätte ich genauso treffen können. Freilich. Aber so ist mir lieber. Natürlich. Selbstverständlich. Ja, nach einer Heirat ist halt. Aber ob mich die Maralin überhaupt mag? Ja, das war für dich nur der einzige Ausweg, dass du ledig bleibst. Musst du es halt einmal fragen, nicht? Ah, da schau her. Da kommt's ja schon. Hm?
deine Hochzeiterin. Was? Okay. Hochzeiterin? Ja, da schaust du. Weißt, die Geschichte ist nämlich die. Pass auf, also du gefällst dem Juliander und mir so narrisch gut, dass der Peter beschlossen hat, dich zu heiraten. Heiraten? Mhm. Ich schenke dir die Herz aus. Na, du Feige! Jetzt aber raus mit der Sprache. Was ist mit der Hochzeiterin und was ist mit der Herzass? Na ja, du gefällst uns so gut und wir möchten nicht, dass du wieder weggehst. Und deswegen haben wir beschlossen, dass wir die auslosen, nicht? Mit Karten. Wer die Herzass kriegt, der muss, der darf die heiraten. Nicht? Und jetzt meint der Peter wahrscheinlich, wenn du ihn nicht magst, ob du nicht vielleicht so gut sein möchtest und jetzt dann mich nehmen. Geh, Pauli. Ein Mädel kann man da nicht auslosen, wie eine Lotterie gewinnst. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Und überhaupt. Die Hauptsache ist doch, dass du da bleibst. Ob ledig oder verheiratet, ist uns ganz gleich. Du sollst zum Peter in den Stall rauskommen. Dringend. Aha, der kann das Resultat schon nicht mehr erwarten. Du, Juliander, weißt du das Neueste schon? Nein. Deine zwei Brüder wollen mich heiraten. Das habe ich mir schon gedacht. Ausgelost haben sie mich. So. Warum hast denn du bei dem Losspiel nicht mitgemacht? Die haben mir ja nichts gesagt davon. Wenn du aber jetzt mitgemacht hättest und dich hättest losgetroffen, hättest du mich dann geheiratet? Ja. Und wenn dich das Los nicht getroffen hätte, hättest du mich dann nicht geheiratet? Nein. Au! Ach, du! Oh mein, Juliander, wenn du nur einer von deinen Brüdern wärst. Ja, das bin ich ja. Von denen, die ausgelost haben, meine ich. Leid tät's mir nur, wenn ich wieder von euch weggehen müsst. Ja, warum sollst denn du gehen müssen? Ja, vielleicht wegen deiner zwei Brüder? Na, das glaube ich nicht. Und wegen mir braucht's da nicht gehen. Ich darf dich nicht fortschicken. Was hast du denn, Marilyn? Nix. Ich geh jetzt lieber wieder in den Stall raus. War jetzt nicht gerade der Juliander da? Ja. Aha. Und du wohnst? No. Was war denn, hä? Gerade die Verkehrten wollen mich heiraten. Ja. Der Juliander, der ist eins von den Mannsbildern, die man erst aus dem Loch rauskitzeln muss. Wie ein Grillen. Ja, wie denn? Ja, wie? Heut, ach so geht's. Siehst den Wein? Ja. Das ist jetzt dein 14. Nothelfer. Jetzt pass auf, Marlene. Wenn der Juliander kommt, und ich sorg schon dafür, dass er kommt, dann setzt euch da beim Wein gemütlich zusammen. Dann trinkst du ein paar Glasl mit ihm. Ja, lieber ein paar mehr, als wie eins zu wenig. Und schaust, dass er ein bisschen mehr erwischt. Denn Wein löst die Zunge und außerdem soll die Wahrheit drin liegen. Ja, und was dann noch fehlt, das musst du halt in Gottes Namen tun oder dazu machen. Meinst du wirklich? Ach, Freile. Es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn er dann nicht einschnappt. So, und jetzt schicken dann rein. Mit dem Mannsbild ist ein Kreuz. Den könnte man so leicht entbehren. Was nicht so notwendig brauchen tät. Jetzt hat mich Veronika aus dem Stall verjagt. Nauskehren könnt selber, hat's gesagt. Die kann allerhand, glaube ich. Dann bist jetzt ganz fertig mit der Arbeit. Ja, ich könnte höchstens noch Sensen denken. Um Gottes Willen! Ich meine, muss das jetzt sein? Nein, das kann der Peter besser. Dann lass den Peter die Arbeit und setz dich ein bisschen zu mir her. Magst? Mhm. Magst du ein Glas Wein? Mhm.
Prost. Du trinkst aber wenig. Du, so ein Glasl auf einmal austrinken, das geht nicht, gell? Aber warum nicht? Da ist doch nichts dabei. Mach's einmal. Da. Ja, wirklich? Ja, das hätte ich mir nicht gedacht, dass du es zusammenbringst. Wie machst denn das? Ja, ganz einfach. So. Hast du das gesehen? Ja. Wie fundig. Du, weißt was? Jetzt trinkt man miteinander, ob ich es auch fertig bringe. Prost. Prost. Okay, ist doch ein bisschen viel. Ja, ich muss ein bisschen langsamer trinken. Aber du kannst ruhig schneller trinken. Mir pressiert's nicht so. Also. Du, zweimal hintereinander austrinken, das kannst du auch nicht, gell? Ja, ja. Ein Mannsbrück konnte ich schon. Das musst du erst beweisen. Und außerdem war es nicht das zweite Mal, sondern das dritte oder vierte. Entschuldigung. Trink nur weiter. Du, Joliander, darf ich einmal neugierig sein? Warum nicht? Die Veronika hat gesagt, dass du verliebt bist. Ist das wahr? Trink noch einmal, Joliander. Warum denn? Weil... weil du so einen schönen Zug hast. Also, ja. Ist das wahr, dass du verliebt bist? Ja. In wen denn? Du bist ein bisschen arg neugierig. Trink noch einmal, Julian, der Bitsche. Wer ist denn das Madel, in das du verliebt bist? Das sag ich nicht. Darf ich raten? Das da ratst du nie. Ach, mei, ist das schwer. Du, pass auf, Julianda, jetzt machen wir ein Spiel. Ja, gut. Du, jetzt haben sie ein paar verdreht. Du sagst einen Schlag und ich farb. Aber doch nicht Karten. Das Spiel heißt, was tätst du jetzt machen, wenn? Ist das blinde Kuh? Ja, sowas Ähnliches. Du bist blind und ich bin eine Kuh. Ja, was muss ich da dabei machen? Nur blind sein, alles andere mache ich dann schon. Also. Nimm mal an, Julianda, du bist ein ganz geschamiger, ein ganz schüchterner junger Mann. Wieso? Ja, nur angenommen, im Spiel. Also, ein ganz schüchterner junger Mann, der sich immer vorgelogen hat, er wäre ein Weiberfeind und der nie ihre Liebste gehabt hat. Ja, hörst doch recht gut zu, damit du es verstehst. Ja, ja, ich hör da schon gut zu. Ich hab's in dem Spiel viel schwerer wie du, denn ich muss ein ganz freches Madel spielen. Ein unverschämtes Ding, das noch dazu in den Schüchternen. Naja, weißt schon, von dem ich da gerade erzählt hab. Also in den schüchternen jungen Mann verliebt ist. Ja, heimlich natürlich, ohne dass er's merkt. Sie hat's ihm zwar recht deutlich merken lassen, aber. Er ist ein bisschen deppert und merkt gar nichts. Ja, gibt's das? Ja, das gibt's. Und jetzt schleicht sich das freche Madel hinter den schüchternen Weiberfeind, so wie ich's jetzt mach, hält ihm die Augen zu, so wie ich's jetzt mach. Fahrt ihm sanft übers Haar, so wie ich es jetzt mache, und
gibt ihm ein Puzzle. So wie ich es jetzt mache. Und sagt, ihr habt ihn narrisch gern. So wie ich es jetzt gesagt habe. Was die jetzt dann sagen? Juliander! Das ist feier Schönspiel. Na, das ist doch nicht ein Spiel, du dummer Kerl. Das ist die reine Wahrheit. Marilyn. Marilyn, ist das wahr? Ich danke dir. Jetzt wird's mir schwindlig. Trink schnell, Juliander. Oh, ich hab dich ja so narrisch viel gern, dass ich dir gar nicht sagen kann. Peter, da schau her, der Juliander frisst unsere Braut auf. Aha. Hat mein Medizin geholfen? Ja, geholfen hat's. Aber schwer ist gegangen. Mei, waren das drei Eisbären. Peter, ich glaube, so ist jetzt doch besser. Natürlich. Selbstverständlich.